So, wir sind Tobias, Jan und Hartmut von Watch My Pi. Und wir haben in den letzten Tagen eine Monitoring-Software für den Raspberry Pi entwickelt. Zur Anmerkung von unser Logo, das ist ganz eindeutig ein Kuchen auf einem Himbeere. Auf den Namen. Also, was ist Watch My Pi? Ein Monitoring-Programm, was dann auch uns Feedback sendet über das Verhalten. Wir haben, uns ist wichtig, dass wir halt, auch wenn wir den Raspberry Pi nicht direkt überwachen und der im Hintergrund irgendwie läuft, irgendwelche Anwendungen über längere Zeit durchführt, wir werden trotzdem ein Feedback darüber erhalten können, was da los ist. Unsere Schwerpunkte sind dafür die ressourcenschonende Überwachung, eine einfache Installation und Bedienung, damit auch wirklich jeder dieses Programm bedienen kann. Weiterhin eine individuelle Anpassung an die eigenen Bedürfnisse und externe Benachrichtigungen. Bedeutet, wenn etwas schief geht, soll es nicht darauf Text-T-Datei geben, sondern zum Beispiel per E-Mail. Komme ich nun zu dem Technischen. Beim Technischen war es wichtig, dass der Pi eine geringe Ressourcenquelle ist, weil es nun mal ein sehr kleiner Computer ist. Deswegen haben wir uns gedacht, es läuft die ganze Zeit ein sehr schonendes Skript durch, welches erst auslöst, wenn es eine zu hohe Belastung gibt. Gibt es diese zu hohe Belastung, werden die genauen Prozesse, die es dort gibt, abgescannt und Prozesse, die viel zu viel Platz einnehmen, welche nicht normal ist, sofort abgewürgt. Kommt es dabei vor, also kommt es zudem, wird außerdem eine E-Mail abgeschickt, die den Nutzer dabei berichtet, was da abgewürgt wurde und warum es das tat. Denn es liegt ja daran, dass der Pi also, häufig dafür genutzt wird, um Aufgaben wegzulagern und deswegen beobachtet man nicht, welche Prozesse da genau verlaufen. Zu den Problemen, die wir hatten. Also wir hatten erstmal das Problem, dass nur, einer von uns Python konnte und wir halt die Sprache erstmal lernen mussten oder das erstmal anschauen mussten. Dann hatten wir noch die Probleme, dass wir erstmal diesen Load auslesen mussten. Das haben wir mit einer Library geschafft und auch die PIDs, also die Programme zu erkennen und gegebenenfalls zu beenden. Das haben wir alles mit einer Library geschafft und dann gab es halt noch das Problem, eine E-Mail zu versenden. Ja, und da gab es auch eine schöne Library dazu und am Ende hat das eigentlich relativ gut alles funktioniert. Ja, nun so eine Kurzdemo, die wir einfach mal vorbereitet hatten. Und zwar, hier vorne liegt ein Raspberry Pi, auf dem das Ganze eingerichtet wurde. Und ich bin jetzt per SSH darauf verbunden. Das heißt, ich starte jetzt einfach mal dieses Skript, was ich hier vorbereitet hatte. Dieses CPU Load. Hier zeigt es uns an, welchen Speicherplatz es gibt. Ich hoffe, das kann man noch, trotzdem noch ein wenig erkennen. Und rechts starte ich jetzt einfach mal ein sehr anwendungsreiches Programm, welches den Pi sozusagen dazu bringen soll, zu crashen. Und schon kam es dazu, dass die Warnung hier ausgegeben wurde, Achtung, Achtung, hier ist etwas passiert, Prozess wurde getötet und wir haben sofort schon eine Mail bekommen. Da, ganz oben. Ganz oben. Welche uns auch über die Nummer des Pis informiert, damit wir genau wissen, welcher Pi betroffen ist. Genau. Danke fürs Zuhören. Weiterführend haben wir noch einige Projekte, die wir da angehen könnten. Zum einen wollen wir das benutzerfreundlicher machen. Eine Konsole eine Konsolenanwendung ist nicht für jeden geeignet und wie bereits gesagt, auch individueller, zum Beispiel, dass man nicht an eine Web-E-Mail schickt, sondern eine Text-T-Datei oder zum Beispiel im Internet irgendwas angelegt wird. Das war's.